Dieses Bier ist dem berühmten Weihnachtslied Stille Nacht gewidmet. Es ist ein Weihnachtsfestbier, hergestellt in Gundertshausen. Und vor ungefähr 8 Jahren haben wir dann begonnen, eben Stille Nacht weihnachtliches Festbier. Und ja, ist zum Bier selber, man sieht schon, eine Maragoni-Farbe, elfenbeinfarbenen Schaum. Ist ein Spezialbier, also kein Bockbier, sondern Spezialbier mit 6,3 Alkohol, also etwas mehr, etwas wärmender. Eigentlich ein richtiges gutes Bier für die Weihnachtszeit oder auch für den Heiligen Abend. Das mahagonifarbene Bier passt zu Keksen genauso wie zu deftigem Essen. Geschmacklich erinnert es an Bitterschokolade und Karamell. Zum Wohl. Aufwendig in der Herstellung ist auch der Bock. Produziert wird der zu besonderen Anlässen. Getrunken wird er dann zu Ostern oder eben zu Weihnachten. Bockbiere waren eigentlich so Biere, die es eigentlich immer zu Anlässen gegeben hat, also stärkere Biere, da ist halt gefeiert worden. Die Geschichte mit Einbeck gibt es halt auch, dass eben das Bockbier aus Norddeutschland oder Mitteldeutschland, Norddeutschland kommt, wo man halt einfach dann das ein bisschen übersehen hat, vielleicht die Malzzugaben, aber es ist schwierig, da gibt es halt viele Geschichten darüber, aber grundsätzlich ist es so, dass in kalten Jahreszeiten mehr Bock getrunken wird. Wir tun um die Sommersonnenwende unseren Festbock schon einbrauen und er darf dann für mindestens 3 Monate im kühlen Lagerkeller reifen, bis er zur Vollendung kommt und dann eben zur Weihnachtszeit, Adventszeit abgefüllt wird. Die Rezepte für die verschiedenen Biere entstehen in der privaten Mini-Brauerei von Alexander Pöllner. Wir haben ja oft einmal eine Idee, dass wir eben neue Biersorten gerühren. Die letzten Jahre zum Beispiel Schneidl Dunkel, Gundertshausener Ernte, Meisterbräu, Maibock. Wir haben ja so viele verschiedene Sorten und man geht einmal gedanklich ran, wie soll das Bier schmecken, wie soll es ausschauen. Und dann entwickelt einmal eine Rezeptur und dann mache ich das genau bei mir daheim, bei meiner kleinen Brauerei mit so 70 Liter und dann hat man mal eine Richtung, wo sich das Bier hinentwickelt und dann kann man das verkosten und kann man es dann verfeinern und schlussendlich entstehen dann so die Biere bei uns. Schmecken wird das Bier auch mit dieser altbewährten Tradition, dem sogenannten Bierstacheln. Man hat da mal ein bisschen nachgeforscht und überlegt, wo kommt denn sowas herkommen und das war früher, das Bier war vielleicht zu kalt, ja. Jetzt haben wir aber das nicht so trinken können, weil es fast gefroren war, so kalt. Und in einer Schmieden, wo man ja eigentlich immer Feuer gehabt hat und auch irgendwo ein bisschen glüht, dann hat man da den Schürhaken genommen und hat den in das eiskalte Bier eingetaucht. Und dabei hat sich das Bier ein wenig angewärmt. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee dabei, bei dem Stacheln. Aber man hat dann gemerkt, dass das Bier sich auch geschmacklich verändert, weil die Malzzucker, die in unserem Bier drinnen sind, die dann leicht karamellisieren und eine ganz andere Geschmacksnote geben. Und heute lässt man die Tradition wieder aufleben, vor allem im Winter und mit Bockbieren, dass man eben Biere stachelt. In der Privatbrauerei Schneidl wird das Bierstacheln jedenfalls noch zelebriert. Dort trifft glühendes Eisen auf eiskaltes Bier. Dann bleibt nur mehr eines, den Gerstensaft einfach genießen. Das ist gut, ja. Zum Wohl.